Willkommen zurück bei Undertale. Ja, Leute, im letzten Part haben wir uns sehr, sehr weit durch den Untergrund hindurch gekämpft. Und nun werde ich langsam, aber sicher ein wenig nervös. Langsam wird mir ein bisschen mulmig. Was mag uns auf den folgenden Metern wohl erwarten? Wir haben keine andere Wahl, als voranzuschreiten. Tun wir es. Yippie! Oh, Schattengesicht. Schattengesicht ist nie gut. Hallo, Schattengesicht. Oh mein Gott. Er sieht so ein bisschen aus wie Two-Face. Oh. Lichter sind nie gut. Lichter, die aus dem Boden herauskommen, sowieso nicht. Und so viele Lichter auf einmal gefallen mir jetzt auch nicht. So wie große Leute in Ritterrüstungen. Auch nicht unbedingt mein Metier. Sag ich ganz ehrlich. Wir sollten mal zusehen, dass wir vielleicht nicht von allen getroffen werden. Dass man vielleicht auch mal stehen bleibt und sagt, genau das. Dass man auch mal sagt, weil gehört zu den wichtigsten Lektionen im Leben. Was wäre ein Tag im Leben, ohne dass man einmal gesagt hat? Verdammt. Oder ihr seht, 1A Commentary erwartet euch hier. Es ist perfekt. Ich werde heute ein Undertale Let's Play machen, das perfekt sein wird. Wartet nur ab, ihr Schnenschen. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Au. Das hat wehgetan, mal abgesehen davon. Es tut schon scheiße weh, wenn man einen Speer abbekommt. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Ihr rennt einfach durch, was machst du dann? Oh oh. Sackgasse. Och nö. Ich bleib lieber in meiner Sackgasse. Na gut. Schauen wir mal, was erwartet uns denn jetzt? Hallo? Nö, muss das denn sein? Hört sich so an, als kam es von dort. Oh. Du bist runtergefallen, nicht wahr? Bist du okay? Hier, steh auf. Weehawk, was? That's a nice name. Mario? My name is... Slim Shady. Hi, my name is... Okay, Entschuldigung. Ich komme jetzt darauf. Entschuldigt. Oh, das sieht nett aus. Ein netter kleiner Müllberg. Das sind ein paar Gerüche, die du erkennst. Nee, Brands. Brands war... Egal. Nur Müll. Ein malerischer Haufen Müll. Könnte man auch sagen. Oh, ein malerischer Haufen Speicherpunkt. Das ist auch immer gut. Ja. Was unseren Protagonisten hier alles mit Determination füllt, ist immer wieder erstaunlich. Oh, ein Fahrrad. Nörk, nörk. Oh, ist das ein alter Computer? Och, Innenleben ist leer. Schade. Es ist cooler. Vielleicht finden wir auch noch Freezer. Okay, der war schlecht. Naja, Freeze Dried Space Footballs, fast. Komm, nehmen wir mal. Astronautenfutter kann man nie genug haben. Eine DVD-Hülle für einen Anime. Desperate Claw Marks or Cover the Edges, okay.
Klauenabdrücke. Oh, guck mal, wer da ist. Ein Dummy. Nein, wir machen ja einen Pazifisten-Run. Wir verprügeln den doch nicht. Ihr schaut euch eine Weile in die Augen. Warum sollte ich denn den Dummy verprügeln wollen? Du hast genug von dem Dummy. Ich werde doch keinen Dummy hauen. Oh, mein Gott. Zu eingeschüchtert, um zu kämpfen, hä? Huh? Ich bin ein Geist, der innerhalb dieses Dummies lebt. Mein Cousin sollte einst auch in einem Dummy leben, bis du kamst. Als du mit ihnen geredet hast, dachten sie, sie wären, ja, in einem netten Gespräch. Aber die Dinge, die du sagtest, schrecklich, schockierend, unglaublich. Okay, es hat sie direkt aus ihrem Dummy herausgeschreckt. Schnensch, ich werde die Seele aus deinem Körper herausschrecken. Oh ne, lass mal bitte. Mad Dummy. It's a very, very mad dummy. Okay, reden wir mit ihm. Was soll man sonst tun? Niemand ist damit glücklich. Foolish, foolish, foolish. Könnten Sie bitte damit aufhören? Oh nicht bitte alle so zahlreich. Au, ihr Dummies. Passt auf, wo ihr eure magischen Attacken hinschießt. Ups. Hey, du. Vergiss, dass ich irgendetwas über Magie gesagt habe. Mein Dummy hört sich nervös an. Okay, reden wir mit ihm. Okay, ich werde dich besiegen und deine Seele nehmen. Ach, wirklich? Hui! Hui! Tja, was machst du jetzt? Mit deinen eigenen Waffen werden wir dich schlagen. Okay, er wird meine Seele benutzen, um aus der Barriere rauszukommen. Ihr habt doch echt immer alle nur dasselbe Ziel, oder? Ihr wollt immer nur das eine. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guckt mal, wie er hüpfi er ist. Er ist so richtig hüpfi. Hallo, Hüpfi-Dummy. Oh, Jemine. Na, mal gucken, ob wir ihn jetzt noch treffen können. Das wird mit Sicherheit nicht leicht. Au, jetzt hat er mich sogar mal erwischt und wir ihn nicht. Das war jetzt blöd. Okay. Probieren wir das nochmal. Das war jetzt ein Unfall, ne? Ein Unfall. Nichts weiter. Alles, was ich will, wird mir... Ja, wenn du so weit da rechts stehst, kann ich dich nicht erwischen. Das hast du ganz schön geschickt eingefädelt, du. Du Dummy, du. Du Dummy. Dummy, Dummy, Dummy. Oh, ich glaube, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Boah. Erstmal einen Ice Cream schlucken. Dummy, 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 Dummy ist fantastisch. Dummy, Dummy, Dummy. Genau. So wird es ein bisschen dauern. Probieren wir es weiter. Oje. Oje. Ja, das war ein Volltreffer. Das war schön. Oh Gott. Bekommt Watte über seine Dialogbox. Okay. Ah, so trifft ihn das natürlich nicht. Kann ich dich langsam mal sperren? Hätte ich anders machen müssen. Ja, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Keine Sorge. Keine Sorge.
Das wird schon, das wird schon. Irgendwie werden wir es hinbekommen. Aber nicht, wenn du so weit außerhalb stehst. Wir kriegen ihn schon irgendwann wieder. Kannst du mal langsam damit aufhören? Du hast sowieso keine Chance, das ist dir schon aufgefallen, oder? Ich muss mir irgendwie was anderes einfallen lassen. Oh Gott. Wenn er so weit außerhalb steht, kriege ich ihn nicht. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich hatte gedacht, dass sie nochmal rot werden. Ja, das ist ein Volltreffer. Na endlich. Oh. Dummies, 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 Dummies sind fantastisch. Erinnert ihr euch, wie ich gesagt habe, nicht auf mich zu schießen? Versager, ihr seid gefeuert, ihr werdet alle ersetzt. Nun wirst du meine wahre Kraft sehen. Sich auf Leute verlassen, die keinen Abfall sind. Ups. Oh je. Was mag uns jetzt erwarten? Magic Missile! Ups. Das war ganz knapp. Au. Das war wieder ganz knapp. Oh, Jemine, ich habe ein Riesenproblem. Da muss ich noch ein bisschen besser reagieren. Habe ich da gerade einen Ice Cream? Ich habe einen Ice Cream gegessen, oder? Oh, Final Attack. Oh. Oh nein, die sind noch schlechter als die anderen. Was soll's, was soll's? Ich brauche keine Freunde. Oh. Ich habe Messer. Das ist aber keine gute Lektion für Kinder. Das ist doch kein Messer. Oh, du hast keine Messer mehr. Aber das macht nichts. Du kannst mich nicht verletzen und ich kann dich nicht verletzen. Du wirst hier für immer festhängen. Ja, für immer. Für immer. Für immer. Er ist völlig wahnsinnig geworden. What the heck? What the Dieter Thomas heck? Säureregen? Oh, vergiss es. Ich bin schon raus hier. Oh mein Gott. Sorry, ich habe dich gestört, nicht wahr? Sobald ich hierher kam, ist dein Freund sofort weggegangen. Oh nein. Dabei saht ihr so aus, als hättet ihr Spaß. Oh nein. Ich wollte doch nur Hi sagen. Oh nein. Du hast nichts falsch gemacht. Ich bin froh, dass du hier bist. Nun, ich gehe jetzt nach Hause. Oh, ja, wenn du willst, kannst du mitkommen. Aber kein Druck. Ich verstehe, wenn du beschäftigt bist. Es ist okay. Keine Sorge. Ich habe nur gedacht, ich biete es an. Freundlich, freundlich. Hey, mein Haus ist hier oben. Für den Fall, dass du es sehen willst. Oder in dem Fall, dass du es nicht sehen willst. Oh, Gott sei Dank. Das lief nicht so gut. Da kann man sich sicherlich besser anstellen in dem Kampf. Aber wir haben, so wie es aussieht, eine Reihe neuer Ebenen kennengelernt. Oder eine neue Ebene jetzt hier freigeschaltet, sagen wir es mal so. Und was ist denn das für ein merkwürdiges Gebäude? Sieht so aus, als wäre niemand zu Hause. Oh nein. Oh nein, nicht schon wieder ein Dummy.
Was? Was? What? Es lebt. Okay, na dann. Oh, hallo Ente. Dieser kleine Vogel möchte dich gerne rübertragen. Möchtest du das Angebot annehmen? Später vielleicht. So nett das ist. So nett das auch ist. Naja, egal. Komm. Oh, das sieht doch nett aus hier. Hier bleibe ich. Oh, das sieht... Wow, hier gibt's viel zu sehen, so wie es aussieht. Gehen wir doch mal hier rein. Oh, du bist wirklich hergekommen. Sorry, ich... Er hat ja das nicht erwartet. Ist nicht viel, aber mach's dir bequem. Sieht doch ganz nett hier aus. Diese CD ist mit Spooktunes beschriftet. Möchtest du sie abspielen? Natürlich. Wunderschön. Spook Wave, okay. Spielen wir es mal ab. Ah, schön. Gleich viel besser. Komm, jetzt eine übersteuernde Version. Ghoulie Day Music. Okay. Ist das eine spooky Version von Jingle Bells? Nett. Ich glaube, das lasse ich mal drin. Weißt du, so im Geiste Weihnachtens, auch wenn Weihnachten jetzt schon rum ist, egal. Oh. Dieses, nachdem du die Lyrics gelernt hast, ist es gar nicht so schwer, es zu singen. Habt ihr die Lyrics verstanden? Wunderschön. Okay. Oh, das ist mein Fernseher. Das ist eine Show, die ich mir gerne ansehen möchte. Manchmal. Der Internetbrowser des Computers ist zu einem Musik-Sharing-Forum geöffnet. Okay, interessant. Interessant. Oh. Bist du ungarisch? Hungry? Oh, ja. Ich kann dir etwas zu essen machen. Ja, bitte zu dieser tollen Musik. Ein Geister-Sandwich. Möchtest du es probieren? Yes. Okay, du versuchst in das Geister-Sandwich reinzubeißen. Aber... Du beißt genau dadurch. Oh. Vergiss es. Der gute Wille zählt. Nach einer anständigen Mahlzeit, ja, liege ich gerne auf dem Boden und fühle mich wie Müll. Eine Familientradition. Möchtest du mitmachen? Ja, natürlich. Und da sind wir. Du wirst hier rumliegen, solange du dich nicht bewegst. So, also, wenn du aufstehen willst, beweg dich einfach herum, schätze ich. Warum sollte ich das wollen? Läuft wunderschöne Musik im Hintergrund. Ihr seid bestimmt auch noch überhaupt gar nicht genervt davon. Oh, wow. Jetzt ist doch Zeit für den Shooting Stars Meme. Das ist großartig. Wow. Ich glaube, ich könnte das den ganzen Tag machen.
Das ist einfach grandios. Das ist doch einfach grandios. Ach ja. Aber ich schätze, wir sollten uns wieder bewegen. Und wieder der wunderbaren Weihnachtsmusik lauschen. Oder auch nicht. Ich will wieder Weihnachtsmusik hören. Ach so, du musst dich immer noch erholen nach dem Herumliegen. Okay, komm, Spookwave. Ach, wunderschön. Was sagst du zum anderen Lied noch? Was sagst du zu Spooktunes? Oh. Ein klassischer Spooktune. Heute machen sie keine Songs mehr wie diese. Okay. Das war's? Ich glaube, dann gehe ich mal, oder? War schön, dich kennengelernt zu haben. Oh, die Tür war fest verschlossen. Und was haben wir hier eigentlich? Oh. Hey, ich arbeite. Ich meine... Willkommen auf der Bluk Family Schneckenfarm. Yeah. Ich bin der einzige Angestellte. Warum auch nicht? Lohnt sich bestimmt. Ah, okay. Euer Hauptkunde ist verschwunden. Und jetzt ist nur noch so ein haariger Typ, der einmal im Monat auftaucht. Okay. Aber das bin nicht ich, oder? Na sowas. Do you want to play a game? It's called the Sandra Snail. Okay. Die Schnecken werden losrennen und wenn die gelbe Schnecke gewinnt, gewinnst du. 10G. Komm, wollen wir es mal einmal probieren? Okay. Drücke Z, um deine Schnecke anzufeuern. Okay. Ob das so eine gute Idee war? Ich weiß ehrlich gesagt, da weiß ich den Rhythmus nicht mehr. Komm, los geht's! Nee, es ist eher langsamer geworden. Okay. Da müsste ich theoretisch noch ein bisschen rumprobieren. Ich würde aber sowieso mal sagen, bevor wir den Part ewig überziehen, lassen wir es an der Stelle auch mal gut sein und wir probieren es beim nächsten Mal nochmal. 10 Goldstücke verloren. Nichts und wieder nichts. Ihr Bestes war nicht gut genug. Schrecklich. Naja, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal kurz zurück zum Speicherpunkt und dann probieren wir es nochmal aus. Im nächsten Part wird ordentlich Schneckenracing gemacht. Und was hat es eigentlich mit Undyne noch auf sich? Oh je. Ich glaube, der Konflikt mit ihr wird sich schon in Kürze zuspitzen. Wirft die mich einfach mit Speeren? Wie brutal. Bis dann.